Hallo Jungs, ich bin gecovert. Ich bin gecovert, das liegt einfach nur daran, dass ich ein Video mit Jill aufnehme. Ja. Schaut ihn an, dieses zarte Reh, ja. Guckt ihn an, diesen zarten Burschen, ja. Road to Glory by Jill and Sai. Gymnastics at its finest. Da sind wir wieder. Heute sind wir im Gymaholics in Hamburg. Check's unbedingt mal ab. Unser kleines Gym, wo wir trainieren dürfen, dank dem Besitzer dieses Studios. Also wirklich eine fette Sache, hier können wir uns richtig austoben. Checkt mal ab hier, oh, kleiner Mini-Rundgang, ich drehe mich einmal, damit ihr wisst, wo wir uns so austoben, wenn wir nicht gerade im McFit in Hamburg rumtanzen, ob es der Wandzwegeweg ist oder ob es der Hamm ist, ja, wo wir uns auch sehr wohlfühlen, muss man sagen. Ja, hier haben wir unsere Ruhe, hier können wir gerade unbeschwert nicht nur trainieren, sondern auch für euch Tutorials machen. Ganz genau. Das ist das heutige Thema des Videos. Wir wollen euch wieder zeigen, wie man richtig trainiert. Heute, was nehmen wir dran, Sai? Heute sind die Schultern dran. Ziel ist es natürlich, von jedem Athleten ein schönes Schulter-Taille-Verhältnis aufzubauen. Was braucht man dafür? Nicht nur eine schmale Taille, sondern auch breite Schultern. Genau. Und da ist natürlich unsere Nummer 1 Übung die Military Press. Ihr seht, es ist hier schon leicht aufgebaut. Wir haben hier ein Tutorial-Gewicht aufgebaut. Hallo Jungs, ich bin gecovert. Ich bin gecovert, das liegt einfach nur daran, dass ich ein Video mit Jill aufnehme. Ja. Schaut ihn an, dieses zarte Reh, ja. Guckt ihn an, diesen zarten Burschen, ja. Viral, Alter, würde ich sagen. Ja, viral. Wer das Bild nicht gesehen hat, mit seiner funky Jeans und seinem Deutsch und Gabbana, das ist übrigens der Deutsche Gabbana, war echt. Ja. Das war nicht aus dem Japan Club, das Gerücht kam auf. Aber damals hat er erst, bevor er GA gepusht hat, hat er DMG gepusht. Mhm. Und das in jeder Großraumdiskothek nähe Hamburgs. Ja. Da wurden schon ein paar Löcher feucht gemacht mit, ne? Natürlich. Aber heute geht's, wie Sai richtigerweise sagt, um die Schultern, ne? Und gerade, ihr wisst es, feiern wir schwer zu trainieren in Form von Grundübungen. Hört auf, euer Muskel mit tausenden von Übungen, egal welche Muskelpartie, zu isolieren. Hört auf damit. Wer wachsen will, der muss schwer trainieren. Ganz genau. Wir haben teilweise Trainingseinheiten, dann machen wir 3 Übungen und sind fertig. Es geht nicht immer nur darum, alles aufzubrennen und dann nochmal was rauszuholen und nochmal über den Reiz und bis zum 8-fachen Muskelversagen. Darum geht es gar nicht. Es reicht noch unterschwellige Reize, um eine Muskulatur zum Wachstum anzuregen. So ist es. Und letztendlich ist es so, man sagt, unser Motto ist eigentlich gerne schwer trainieren. Wer schwer werden will, muss schwer trainieren, so ungefähr. So ist es. Und klar, es gibt natürlich immer verletzungsanfällige Leute. In dem Fall kommt es nämlich darauf an, dass man die Technik richtig macht. Und deswegen Tutorial. So ist es. Wir konzentrieren uns heute auf eine recht kleine Muskelpartie, die aus 3 Muskulaturen besteht, nämlich der Schulter. Zum einen die vordere Schulter. Hier der Hinweis, die vordere Schulter ist bei ganz vielen Menschen, gerade Disco-Pumpern, zu sehr ausgeprägt im Verhältnis zum mittleren Part und vor allem zum hinteren Part. Somit will ich euch an erster Linie ans Herz legen, dass ihr wirklich alle 3 Muskulaturen beansprucht. Explizit die hintere Schultermuskulatur, ansonsten habt ihr ihn hier nachher. Ja, ja, die hängenden Schultern. Das wird natürlich nicht cool. Dann seht ihr ein bisschen aus wie der Glöckner von Notre Dame. Das hat nichts mit einem Selbstbewusstsein zu tun, mit einer selbstbewussten Haltung, nämlich so aufrecht, ja. Und man sieht das dann so, man hat einen schönen dreidimensionalen Look, als wenn ihr hier so einen fetten Klumpen habt und es hier hinten abfällt. Das war einer meiner Schwachpunkte, die ich mittlerweile recht gut im Griff habe, dadurch, dass wir die hintere Schulter explizit 2-mal die Woche hitten, beispielsweise nach jeder Push-Session, ne? Also nach jedem Brusttraining hängen wir noch 1-2 Übungen für die hintere Schulter dran, aber heute geht es explizit darum, wie ihr gerade die vordere und die mittlere Schulterpartie hart trifft. Und genau. Das eben in Form von Military Press. Military Press mit der Langhantel, geht natürlich auch mit Kurzhanteln, so ist es nicht. Schulter drücken, ihr wisst. Aber in dem Fall Military Press mit der Langhantel frei. Frei. Wir haben ja schon was aufgebaut, nämlich in so einem großflächigen Gym, ja, ich bin jetzt ungefähr, hallo, ich bin hier drüben, haben wir hinten schon mal die Stange aufgebaut, in unserem coolen Barbarian Line Power Cage Rack, whatever es sein mag. Werden wir das Spiel gleich mal vormachen. Würdest du sagen, wir gehen mal rüber? Ja, fangen wir ein bisschen an rumzutouren. Ich möchte euch noch explizit aufzeigen, warum wir die Übung gerade am freien Rack machen. Fangt immer mit freien Übungen an. Der Vorteil von freien Übungen
gegenüber von geführten Übungen ist halt die, dass sie auch Hilfsmuskulaturen dabei beansprucht. Hilfsmuskulaturen in dem Falle ist natürlich der Trizeps, den habt ihr auch an der Multipresse dran, aber explizit auch den unteren Rücken. Ja, dadurch, dass ihr eine aufrechte Haltung haben werdet, die in dieser Ausgangsposition steht und das Gewicht eben hier stattfindet, werdet entsprechend auch euer Rückenstrecker hart beansprucht. Deswegen ist eine komplette Muskelspannung sowas vonnöten bei dieser Übung. Habt ihr diese nicht, wenn ihr wirklich nicht die ganze Zeit auf Spannung steht, könnt ihr Verletzungen riskieren. Und deswegen vor jedem Satz mental darauf vorbereiten und wirklich komplette Körperspannung aufbauen. Explizit wichtig. Ich würde Sai jetzt darum bitten, den ersten Satz vorzumachen. Ich werde ein bisschen was dazu sagen. Ihr seht, wie ein solches Rack auszusehen hat. Ich denke, das ist jedem bekannt. Na? Ihr seht, wie weit die Stange oben ist, etwa auf Schulterhöhe. Ne? Genau, unten auf Schulterhöhe, dass ich keine hohe Belastung beim Rausdrücken habe. Das Problem ist einfach, wenn ich hier unten anfangen würde, muss ich etwas wegen rausrollen. So ist es. Oder wenn ich es weit oben rausnehmen würde und keinen großen Kraftaufwand habe, dann kann es auch umständlich sein, dass ich wenig Gefühl für das Gewicht habe und mich da ein bisschen verschätze. Dementsprechend mit einer leichten Armspannung rausheben, ich greife ein wenig weiter als Schulterbreit. Das liegt einfach daran, wenn ich ein komplett Schulterbreites greifen würde, so. Bei mir ist das Schulterbreit, das ist bei Jill Schulterbreit. Wenn ich hier bei mir Schulterbreit machen würde, dann würde ich das Gewicht so haben und würde explizit viel, klar aus der Schulter, aber auch viel aus dem Trizeps rausdrücken. Ja. Demnach ein wenig breiter als Schulterbreit und nicht zu breit, damit nicht zu viel Gewicht auf der Gelenkmuskulatur ist. Hab jetzt ein bisschen breiter als Schulterbreit, setz mich schon mal drunter und heb das Gewicht letztendlich fast mit meinem Bein raus und hab stand nicht auf den Schultern. Ja? Ich schwenk mal kurz aufs Bein. Genau, ich habe gerade einen Ausfallschritt gemacht. Muss man nicht zwingend, das kann jeder so handhaben, wie er mag. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl und sicher bei. Genau. Jetzt ist es wichtig, die Körperspannung aufzubauen. Genau. Auch hier seht ihr, er tritt nicht parallel. Das werde ich dann entsprechend mal parallel für euch vorführen. Sai macht es jetzt mit dem kleinen Ausfallschritt, sprich die Last verlagert er auf beide Beine, beziehungsweise vielmehr in dem Fall auf das hintere. Drücke in dem Fall das Gewicht leicht vom Körper weg. Ihr seht, meine Ellbogen sind nicht durchgestreckt. Ich kann das auch so machen und hier rumlaufen und hey, guck mal, ich habe das Gewicht oben. Ja. Aber jetzt aktuell habe ich nur die Last auf meinen Gelenken. So ist es. So. Deswegen, es gilt für jede Übung, drückt es nicht fully durch. Häufig bekommen wir gerade bei Motivationsvideos, hey Boys, macht mal eine Full Range of Motion. Bullshit, Boys. Also geht runter, soweit ihr könnt. Klar, ihr seht, Sai ist richtigerweise wesentlich tiefer als 90 Grad. Aber wenn ihr da Probleme habt, Schmerzen habt, hört auf euer Körper. Es ist arg wichtig, dass ihr keine Schmerzen bei der Übung empfindet, weil hier wirklich sie nicht wirklich gelenkschonend ist. Deswegen kann ich hier durchaus empfehlen, nimmt Handgelenksbandagen, nimmt Elbow Wraps, womit ich ja auch gerne hantiere und rumwirke, kann ich gerne gleich nochmal aufzeigen. Ganz genau. Und wir werden jetzt noch ein paar Sätze machen und fange ich mal an in dem Falle und du erklärst noch zwei, drei Worte, die ich eben noch nicht aufgefasst habe. Genau, zack. Erstmal hier meine Handgelenkschoner, genau. Seht ihr, unter anderem sind Zughilfen dran, die brauche ich für diese Übung natürlich nicht, deswegen aber spiele ich mir diese weg. Genau, mein Handy vibriert gerade, weil Ralf gerade wieder Nachrichten schickt, Ralf hat einen neuen Rekord voll aufgestellt im Gym, okay. Er will jetzt nur eine Herausforderung haben, quasi er will den nächsten Beef kreieren, ja. Lassen wir uns nicht drauf ein, auf so eine Scheiße. Jetzt fängt Jill an, Jill meinte eben hier, seine Hilfswerkzeuge, Equipment wie Handgelenkbandagen, eventuell auch Ellbogenbandagen, die hat er hier nämlich auf Griff von Cheek. Leute, wirklich, scheut euch nicht davor, solche Hilfsmittel zu nutzen. Jeder sagt euch dann vielleicht, ja Jungs, das war aber nicht raw und so, ne? Ihr müsst das schon ohne Equipment machen. Das ist Bullshit, Jungs, immer. Wir wollten da in der Hinsicht was beweisen. Denkt dran, das Wichtigste eines Körpers ist eben die Gesundheit. Genau. Das nützt ihr, wenn ihr als Krüppel nachher rausgeht, gerade wenn ihr auf der Suche nach persönlichen Rekorden seid. Richtig, genau. Dann scheut euch nicht davor, euch vorab zu schützen, indem ihr eben Gelenke schont. Und gerade solche Grundübungen gehen natürlich immens auf die Gelenke und dementsprechend heißt es Safety First. Ganz genau. Ihr hört es nicht zum ersten Mal, es ist immer immens wichtig, wir sagen, ihr sollt hart trainieren, ihr sollt schwer trainieren, aber immer mit dem Aspekt vor Augen, das gilt wieder für jede Übung,
ihr müsst das Gewicht kontrollieren und nicht das Gewicht euch. Ganz genau. In dem Sinne, scheut euch nicht, das Equipment zu nehmen. Sei es auch ein Gürtel, beispielsweise Kniebeugen. Was machen euch die Leute da nieder? Ey, 100 Kilo, da brauchst du noch gar keinen Gürtel. Ist doch scheißegal, was für ein Gewicht ihr bewegt. Hauptsache, ihr bewegt es sicher zu 100%. Jill wird jetzt die ganze Übung durchführen. Ihr seht, er hat wieder einen leichten Griff, der etwas breiter als seine Schultern ist. So, zack. Ich glaube, du wirst das Ganze jetzt versuchen mit, wie du meintest, mit einem Parallelstand. Genau. Dann werde ich ihn mal beobachten. Guck mal, das ist meine Ausgangsposition, dann so geht es jetzt raus. Ganz genau. Na? 1, 2 und 3. Wunderbar. Ihr so, seht, das hier ist meine Negativphase. Ich lege sie in diesem Moment auf die Brust ab. Es reicht natürlich auch, wenn ihr kurz vor der Brust zum Stehen kommt. Aber ihr seht, ich bin definitiv tiefer als parallel, sprich als 90 Grad mit meinem Arm, mit meinen Ellbogen. Und jetzt heißt es wieder, ihr wisst es, explosiv die positive, langsam und geführt die negative. Positiv bedeutet, da wo ihr das Gewicht rausholt, und zwar das hier. Pum. Ja, Ellbogen sind wieder nicht ganz durchgedrückt, er hat immer Spannung auf der Schulter. Ich meine, es gibt natürlich Experten, die das Ganze dann durchdrücken und dann schafft ihr vielleicht auch 2, 3 Reps mehr. Ja? Aber fragt euch mal selbst, was diese Pause während der Übung wirklich wert ist. Unabhängig von der Verletzungsgefahr habt ihr einfach keine Spannung auf der Muskulatur und in dem Moment hört ihr auf mit der Übung. Und was ganz wichtig ist, womit sich viele auch selbst betrügen, ist na, dieses Hüpfen, dieses Wippen und dann halt aus dem Wippen heraus diese Übung zu machen, damit bescheißt ihr euch selbst. Ganz genau. Wirklich stabil ist es wirklich de facto, dass bei dem so gut wie bei allen Grundübungen das Wichtigste fast schon vor der reinen Ausführung ist die allgemeine Körperspannung. So ist es. Das ist bei Bankdrücken so, das ist bei den Kniebeugen so, bei Kreuzheben ist es überall so. Die Körperspannung macht so viel aus und wird so oft vernachlässigt. Ja, und lasst euch nicht beirren, quatscht nicht wie wir in dem Falle, wir erklären euch das jetzt, aber baut wirklich den mentalen Fokus auf, da ist ja Ralf der Experte für, um eben diesen Tunnelblick zu haben, um wirklich euch in diese Übung hineinzufühlen. Erst dann trainiert ihr sicher. Der eine wird jetzt wieder rummeckern, warum ich wieder den Suicide Grip benutze. Aber denkt dran, ich trainiere seit 13 Jahren, nutze nie einen anderen Griff, weil ich dadurch eben eine bessere Muskelspannung, Muskelkontraktion habe. Und demnach, toi toi toi, man soll jetzt auf Holz klopfen, ich sehe kein Holz. Der Holzkopf. es ist nie was passiert. Und darauf muss man natürlich bedacht sein, dass findet alles ganz, ganz oben, als erstes ganz oben im Kopf statt, sprich Konzentration aufbauen. Lasst euch nicht ablenken von irgendwelchen Spacken, die es weniger ernst meinen oder mit dem Telefon durch die Gegend laufen. Von denen könnt ihr euch nichts abgucken, von denen braucht ihr euch nicht belehren lassen. Und ihr werdet diese Jungs ein halbes Jahr später im Gym sehen, die genauso beschissen aussehen wie zuvor. Macht es dadurch besser, zeigt euch jetzt noch 1, 2 Wiederholungen. Ich danach sicherlich auch nochmal mit ein bisschen mehr Gewicht. Und dann schauen wir mal, wo der Frosch die Locken hat. Get down to the B-side.